wir haben jetzt mal vier 13,5 Turnmotoren, DMC, EFRA legal, wobei nicht alle sind DMC legal, beziehungsweise auch EFRA legal. Ganz neu hinzugekommen ist von Aeromax der Dash-Motor und der Motiv. So, die anderen beiden sind schon etwas älter, der X20 von LAP, genauso wie der CSX von CS Elektronik. Wenn wir hier reinschauen, Anleitung bei, mit ein paar Hinweisen zur Übersetzung, Wartung, wie es angeschlossen wird. Und hier ganz hinten Werte zu allen Motoren. Dann was es an Tuning-Motoren, an Tuning-Teile gibt, verschiedene Timing-Platten, verschiedene Rotoren. Standardmäßig ist 12,5 meistens drin oder eigentlich drin. Und dann gibt es noch verschiedene für mehr Drehzahl oder mehr Drehmoment. Die unterscheiden sich dann halt noch im Durchmesser. So, was ist bei? Schlüssel, Sensorkabel und natürlich der Motor selbst. So, als nächstes der Dash-Motor. Den machen wir gleich mal auf und schauen wir mal rein. Schicke Verpackung, kann man schon mal sagen. Liegt schön drin. Sauber verpackt. Sensorkabel. Ja, würde ich sagen, so 80 mm lang. Was liegt hierbei? Ah, ein paar Schrauben in Goldfarben. Und der Motor. Gucken wir mal, wie wir den jetzt hier rausbekommen. Am besten die Verpackung lösen. So. Und wie man sieht, der ist schon wieder ganz anders aufgebaut. Also das Wirkprinzip ist immer identisch bei den Motoren, aber der Aufbau selbst. So, was ist noch bei? Ein Aufklebebogen. Gucken wir mal runter. Ja. Anleitung ist jetzt hier nicht mit bei. Von unten. Und als nächstes, als letztes, der Motiv. Er kommt wieder in so einer runden Verpackung. Mal gucken, ob wir den rauskriegen. Ah, ging etwas schwerer raus. Der auch mit großen Kühlöffnungen. Vorne auch. Hier ist eine Nummer drauf. Anlöten. Also die Lötlaschen zum Anlöten. Hier mit Timing-Angabe. Schauen wir mal in die Verpackung rein. Ah, hier sind schon ein paar Testwerte. Hier wurde ein Test gemacht. Und das Timing eingestellt. Ja, das waren jetzt die vier Motoren mal kurz.
Bei der LRP, der war jetzt schon ausgepackt, der ist jetzt schon ein paar Jahre alt. Also den gibt es nicht schon seit letzten Jahr, glaube ich, schon seit 2, 3 Jahren gibt es den. Also typisch eigentlich, wie das LRP aufgebaut war bei den X20 Motoren. Da schauen wir aber auch mal rein. Ja, das waren jetzt die vier Motoren. Wir können die jetzt noch mal nebeneinander legen. So, jetzt habe ich alle vier Motoren mal nebeneinander gelegt. Wie man sieht, alle komplett anders aufgebaut. Der LRP hier, könnte man jetzt sagen, noch ein älteres Modell. Wenig Kühlöffnung drinne, hinten eine Motorplatte, wo die Sensoren drinne sind, aus Kunststoff. Lötlaschen sind hier in der Platine mit dran. Und wie gesagt, die Kühlöffnung ist etwas gering. Gehen wir zu dem CSX-Motor, der kam etwas später raus. Auch ein Stock-Spec, da ist hier für die Kabelbefestigung ist etwas besser zum Löten. Motorplatte hinten ist auch aus Aluminium. Sensoranschluss. Timing kann von 20 bis 60 Grad hier eingestellt werden. Beim LRP-Motor muss man sagen, macht man das hinten mit den Buchsen, also wo der Sensor drin liegt. Kann man stufenlos einstellen. Hier ist eine Markierung, wo er gerade steht. Der hat etwas größere Kühlöffnung schon, wie man sieht. Auch hier etwas mehr als beim LRP. Und natürlich hinten die Platte bringt noch ein bisschen zusätzliche Kühlung dazu. Ja, als nächstes nehmen wir den Motivmotor. Hier sieht man natürlich schon besser, ob man das sehen muss oder nicht. Aber es kommt natürlich viel leichter Dreck rein. Hat aber den Vorteil, wesentlich bessere Kühlung, die entweichen kann, beziehungsweise die man mit einem Lüfter dann auch abziehen kann oder durchblusen kann. Ja, gerade in Stockklassen wird ja viel mit Lüftern gearbeitet, um mehr Kühlung zu bekommen für den Motor. Gehäuse, Metall, Metall, also jetzt... dass auch die Wärme gut abgeleitet wird. Auch der Motor hinten. Timing einstellen von 20 bis 50 Grad ist hier angegeben. Sensoranschluss. Auch hier große Kühlöffnungen. So, die Kühlöffnung hier ziemlich groß. Komplett ringsrum. Auch hier schöne Lötlaschen zum Anlöten der Kabel. Und von vorne auch große Öffnung. Und hier sieht man eigentlich gut auch den inneren Aufbau. Also in der Mitte ist ja der Rotor und ringsrum sind um 120 Grad versetzt jeweils die Wicklungen. So, und als letztes von Aeromax der Dashmotor. Auch wieder ist das Timing ein bisschen mehr einstellbar, von 0 bis 60 Grad, auch schon voreingestellt. Tolle Optik mit Schwarz und Gold. Liegen ja noch goldene Schrauben bei, die wir gegen die austauschen können. Cool gelagert sind sie natürlich alle. Hier zum Motivmotor schon wieder ganz andere, größere Kühlöffnungen. Dafür ist es, sieht man hier die Windung nicht, so wie beim Motivmotor, wenn man es hier sieht. Das sieht man hier nicht, die sind wieder ein bisschen geschlossen. Wie gesagt, sehr große Kühlöffnung hier, auch im vorderen Bereich, ziehen sich über die Ecke hier rum.